Subtotita Pada Janu Shirshasana ist die Dehnübung eines Beines im Liegen. Subta heißt liegend, Utita heißt erhoben, Pada bedeutet Bein und Janu Shirsha bedeutet Knie zum Kopf. Annika zeigt, wie es geht. Vom Liegen ausgehend hebe ein Bein hoch und lass das andere Bein entweder gestreckt oder fast gestreckt. Fasse mit beiden Händen entweder um den Fuß oder wenn du nicht um den Fuß fassen kannst, fasse um das Fußgelenk oder die Wade und ziehe das Bein zu dir hin, so weit wie du kannst. Dann hebe das Bein, den Kopf hoch und gib den Kopf zum Bein hin. Janu bedeutet Knie. Du kannst also zum Beispiel das Kinn zum Knie geben oder du kannst auch das mit dem Mund das Knie küssen. Manchmal wird die Übung ja auch als liegender Kniekuss bezeichnet. Atme tief ein und aus. Diese Stellung hilft, die Flexibilität an der Rückseite des Beines sehr gut zu entwickeln. Es ist eine gute Massage der Bauchorgane. Und wenn du den Kopf hebst, auch eine gewisse Stärkungsübung der vorderen Halsmuskeln. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Alle Variationen von Janu Shirshasana findest du in der Yoga-Vidya-App sowie auf yoga-vidya.de unter dem Stichwort Kopf-Knie-Stellung.